Sehr geehrter Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Brawlhalla. Es dreht sich nochmal um diesen, wie soll ich denn nennen, diesen Geldfarm-Modus, würde ich mal sagen. Na, erstmal hallo an Schnapp. Oder wie heißt du? Hallo, guten Tag. Schnapp. Ja. Hier seht ihr schon mal die Einstellung. Teams sind aus, klar. Matchzeit ist beliebig. Je mehr, desto mehr Geld und XP bekommt ihr. 200% Damage. Gadgets aus. Erste Änderung von dem, was ich vorher hatte. Zu dem Video. Testmaps etc. aus. Und hier Mapset hatte ich komplett vergessen. Wir müssen auf 1 gegen 1 stehen. Weil dann habt ihr eine schöne kleine Map und 8 Spieler. Willst du nicht ihn hier nehmen? Weil der eignet sich für den Modus relativ gut mit der Lanze. Ja, wie schon erwähnt, es gibt so Charaktere, die eignen sich ziemlich gut dafür. Und dann diese Map hier unten. Weil auf der... Ups. Egal. Schade. Komplett egal. Eigentlich die Map ganz unten links. Auf der kann man das wesentlich besser machen. Wir zeigen es dir jetzt nochmal auf der. Ihr seht schon 8 Leute. Und die Map ist sauklein. Deswegen, achso ja, ich habe glaube ich schon im letzten Video erwähnt, nimmt am besten Helden. Ich habe nicht nochmal meine Waffen. Boah, ich bin so kacke. Komm, ja, Lanze. Ja, wie ihr merkt schon, es gibt immer diese Waffen, die sich ziemlich dazu eignen, hier einmal kräftig durchzugehen, wenn man trifft. Meine erste Runde heute, ich habe gerade eben schon eine gegen ihn gespielt, aber sonst habe ich heute noch überhaupt nicht gespielt. Nur Overwatch. Ja. Ich muss zugeben, ich bin ziemlich schlecht in dem Game. Na, was ist denn hier ziemlich schlecht? Nicht so schlecht wie ich. Ah ja. Oh, da bin ich geflogen. Bekommt man jetzt eigentlich viel Geld dadurch? Es geht. Also du bekommst mehr Geld dadurch, als wenn du normal gegen mich spielen würdest. Okay. Weil du relativ viele Kills dadurch erzielst. Mhm. Und je mehr K.O.s du erzielst, desto mehr Geld bekommst du. Aber es ist schön, dass man hier überhaupt im Custom Game Geld bekommt. Ja, das stimmt. Und das ist die effektivste Art, Geld zu verdienen, wenn man nicht unbedingt Ranked spielen möchte. Hm. Okay, richtig. Ich werde direkt gefokust. Hilfe. Shit. Okay, ich habe gerade einen Dreifach-Knockout gehabt. Mit ihrem blöden Hammer da. Wer? Ich? Ja. Komm, flieg. Nein, ich fliege. Oh. Aber das warst du nicht. Nein. Komm schon. Das war ich. Sorry. Oh, das war ein guter Schlag. Eigentlich braucht ihr nicht versuchen, dann auf den... Also es ist noch was, das hatte ich letztes Mal noch am Ende gesagt in der Infokarte, aber es gibt halt Leute, die... Wenige Leute gucken sich das wirklich dann bis zur Infokarte an, bis das die Infokarte vorbei ist. Ja, da bin ich draußen. Und dann hatte ich da noch reingesagt, spielt das unbedingt mit Freunden, weil ohne Freunde bekommt ihr 100 EP und mit Freunden könnt ihr 200 EP bekommen. Und also XP. Nee, warte. Geld, sagen wir so. XP weiß ich nicht, da kriegt ihr trotzdem relativ gut. Das sieht man bei mir jetzt nicht, weil ich Cassidy spiele und mit ihr schon relativ viel habe. Tot. Oh Gott. Einmal dadurch. Gar nicht mehr aus. Weil es gibt immer diese Helden, das habe ich schon jetzt mehrfach gesagt, die so Fähigkeiten haben, die sich gut dafür eignen, direkt mehrere anzugreifen. Wie bei Cassidy, dieser Wirbel mit dem Hammer. Bei, wie heißt deiner? Lord? Ich weiß das mit V. Bei dem den Schnapp da spielt, bei dem ist es jedenfalls so mit der Lanze, mit dem normalen nach vorne an, also zur Seite Angriff, mit dem W oder A Angriff. Da kann man relativ gut, lade mal auf, genau, da fliegt man ziemlich weit, mit dem kann man relativ gut raushauen. Haha, komm, flieg! Nein! Nein. Oh, das war knapp. Das, ich hatte gerade so genug Damage, dass ich noch rausfliege durch diesen schwachen Angriff. Oh! Ja, schade. Nein. Nein! Sorry, aber der Kill, der musste sein. Nicht. Ha. Ihr merkt schon,
ich mache gar nicht ganz so viele K.O.s, aber ich mache relativ, also was heißt, ich mache Multi-K.O.s. Und das ist halt immer relativ geil. Ich weiß gar nicht, ob man mehr Punkte bekommt, also zugerechnet bekommt, wenn man Multi-K.O.s macht. Also mehr XP und EP gibt's auf jeden Fall und Geld und so. Oh. Verdammt. Warte, XP und EP waren das gleiche, ne? Ja, eigentlich schon. Ja. Erfahrungspunkte und Experience Points. Ich weiß gerade absolut nicht, wo ich bin. Ah, ich bin gestorben. Du bist der Gelbe. Deswegen habe ich Pink. Pink eignet sich immer relativ gut. Mhm. Nein, gib mir, okay. Gib mir eine Waffe. Ich hätte meine Waffe nicht wegwerfen dürfen. Egal, so habe ich noch einen Kill gemacht. Ach, verdammt. Oh, ich habe eine neue Attacke irgendwie rausgefunden. Welche? Ich glaube, ich habe gerade den Doppel-K.O. Oh, ich habe einen Triple-Knockout mit einem Dings nach unten gemacht. Ach du Scheiße, kann ich das eigentlich auch? Oh! Okay, das sollte ich nicht mehr machen, in deinen Kreis rein. Nee, das nennt sich, glaube ich, der Wirbel des Todes oder so. Zumindest nenne ich ihn so gerne mal. Ja, das ist ein recht guter Name, würde ich sagen. Ein recht passender Name. Triple-Knockout schon wieder. Ja, es ist halt immer dieses, du nudelst einmal komplett rein und holst alle. Du brauchst nicht kräftig aufladen, du brauchst gar nichts, ja, da fliege ich. Bam. 61 zu 10 zu 10. Wo bin ich? Ach, ich bin bei 7 und ich bin ziemlich low life. Was heißt low life? Also ich habe ziemlich viele Prozente. Wir nehmen gleich vielleicht nochmal eine Runde so Gameplay auf. Hm? Ja, können wir ja. Nein! Hauptort nicht mehr vor. Das ist relativ spät am Abend. Also was ist spät am Abend? Das ist Abend. Oh. So, zwei Sekunden. Ja gut. Ich möchte sagen, 6 Minuten, also das ist eine 7 Minuten Aufnahme. 6 Minuten gespielt und 61 Punkte bekommen. Ich habe 39 K.O.s gehauen. 71. Was? 71 Kills. Nee, Score 71. Kills? Guck mal, Kills sind K.O.s. K.O.s habe ich 39. Ich bekomme 2 Punkte pro K.O. Ach so, ja gut. Einen, weil ich eins gemacht habe und einen ziehe ich dem anderen sozusagen ab. Mhm. Ja, das ist aber nicht schlecht. Ja, das wäre relativ gut. Ich würde sagen, das war's dann mal mit diesem kleinen, wie soll ich es nennen, Guide-Info-Video. Das ist eigentlich schon ein kleiner Tipp und Trick, ne? Ja, also... Hier nochmal kurz eingeblendet die ganzen Einstellungen. Ganz natürlich, selbstverständlich Easybots. Geht auch mehr Mittel- oder Hardbots, aber die Easybots benutzen Shift nicht. Deswegen ist es relativ angenehm. Und hier, ganz wichtig, 1 gegen 1 Map, schon klein. Ja, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Haut rein, euer Mistakes.